Ahoi, ihr Lieben. Wie ich es angeteasert habe, heute wollen wir mal einen kompletten bzw. einen einfachen Service an einem Suzuki 15 PS Außenborder machen. Das Ganze machen wir hier bei mir in der Garage und ich habe natürlich im Vorfeld mir ein paar Sachen vorbereitet. Klar, am besten solltet ihr natürlich einen Liter Öl haben, denn in der Regel hat ein 15 oder 9,9 bis 20 PS, die Motoren sind alle gleich, ein Liter Motoröl. 10W30 oder 10W40 wird vorgeschrieben, ich habe in dem Fall 10W30 genommen. Dann natürlich Getriebeöl für den unteren Teil. Dort kommen etwa 250 Milliliter Getriebeöl rein. Das sind entweder so eine Tube, die könnt ihr da unten reinstecken und reindrücken, oder ihr besorgt euch einen richtigen Liter von Motul oder von Suzuki. Und dann könnt ihr diese kleine Pumpe rauf machen, die es auch für Z-Antriebe gibt. Und dann drückt man oben das Zeug rein. Im Endeffekt ist es euch überlassen, wie ihr darauf Lust habt. Wenn ihr euch gut vorbereitet, dann besorgt ihr euch einmal das ganze Maintenance-Kit. Hier ist sozusagen das ganze Service-Kit inklusive. Hier sind alle Sachen drin, bis auf eben die Öle, was ich eben sagte. Hier habt ihr Spritfilter, Ölfilter, alle möglichen Dichtungen und Splinte, die ihr noch ersetzen könnt. Die Anoden sind hier mit drin und natürlich zwei Zündkerzen. Das ist im Endeffekt einmal das große Set, außerdem noch ein paar O-Ringe und so weiter. Und natürlich auch ganz wichtig, wenn ihr das mitmachen wollt, ich weiß ja nicht, ob ihr da auf dem Laufenden seid, ist in diesem Set hier auch noch das komplette Impeller-Kit mit drin, mit natürlich Dichtung und auch der Unterlegplatte, wo er drauf scheuert und so weiter. In dem Fall ist es das Maintenance-Kit für DF9,9, DF15A und DF20A. Wir haben hier ein DF15 natürlich. Und dafür ist dieses Wartungskit eben da. Es gibt das Wartungskit oft auch optional mit Öl. Müsst ihr mal gucken. Ich habe in dem Fall aber ganz normales Liquimoli aus dem Bauhaus genommen. Was mache ich denn als erstes? Wie gehe ich als erstes vor? Das erste, was ich mache, ist natürlich das Öl ablassen. Denn das dauert am längsten. Es ist meistens schlau, wenn ihr vorher den Motor warm fahrt. Das ist wie in dem Z-Antrieb, Kurzshort, den ich gemacht habe. Wenn Öl warm ist, läuft es natürlich besser. Klar, es ist dünnflüssiger. In dem Fall kann ich es heute nicht probefahren, weil wir haben es direkt so aus der Garage geholt und jetzt dauert das Ölabsaugen eben etwas länger. Ihr habt hier keine, also ihr könnt natürlich auch über eine Ölablassschraube gehen. Das könnte ich jetzt auch machen. Ich könnte den Seitenrahmen abbauen und eine Ölablassschraube ablassen. Das mache ich aber nicht, weil ich keine Lust habe, hier in der Garage rumzusauen. Und man kann das auch mal mit so einem Absaugen machen. Ne? Klar, da gibt es natürlich die Leute, die sich drüber streiten. Ja, wieso denn Absaugen? Da bleiben Schmutzpartikel übrig. Nur mal so als kleine Info. Bei Smart, bei den kleinen Kompaktautos Smart, war es jahrelang gang und gäbe, dass man das Öl abgesaugt hat. Und die fahren heute auch noch nach 23 Jahren. Die hatten nämlich nie eine Ölablassschraube. Das gab es nur im Zubehör und dann hatten die eine Ölablassschraube. Also diesen Mythos, dass unbedingt immer alles schlecht ist mit Absaugen, ist auch nicht. Und bei Pitstop und Co. wird meistens sowieso auch immer nur abgesaugt, weil es für die günstiger ist. So habe ich das jetzt vorbereitet. Unten unsere Pumpe. Das ist ja eine Vakuumpumpe für alle, die sich damit nicht auskennen. Ihr könnt natürlich auch eine elektronische Pumpe nehmen. Hier sitzt der Ölpeilstab drin und dort geht ihr dann mit diesem Teil rein. Und dann habt ihr so ein Pumpgerät, was mit Vakuum funktioniert. Ja, und dann müsst ihr im Endeffekt nur pumpen, pumpen, pumpen. Der saugt immer sozusagen einen Unterdruck an. Ihr werdet das irgendwann mitkriegen, dass er da drin den Schnüffel daher nur noch Luft saugt. Und dann seht ihr, das Ding ist leer. Ihr könnt aber natürlich auch hier reingucken. Das dauert natürlich, hier läuft das jetzt ganz langsam runter. Im Endeffekt ist das aber beim Außenborder nicht so schlimm, denn dort ist nur ein Liter Öl drin. Und das geht relativ zügig. Beim V8 sieht die ganze Geschichte dann viermal so lang aus. Ich werde jetzt mal wieder meine coole Kopflampe hier aufmachen, damit wir mal so ein bisschen was von der Seite sehen. Ich weiß nicht, ob man das an der Kamera gut sehen kann, aber hier haben wir überall so Wasserflecken. Die werde ich auch zwischendurch mal entfernen. Dafür kann ich euch auch nur das gute Barnacle Buster empfehlen. Kriegt ihr bei Florian Auer im Shop. Gibt es in Deutschland so gut wie fast nirgendwo. Raufsprühen oder halt wie ich jetzt auf den Lappen machen. Und dann könnt ihr diesen Kalk hier komplett abwischen. Das ist richtig, richtig geil. Das Ding sieht nachher aus wie neu. Fangen wir mal ganz von vorne an. Für alle, die jetzt irgendwie nicht so technisch begabt sind und glauben, das ist jetzt hier ein richtiges Hexenwerk. Das ist es nicht. Aber es sieht erstmal so aus, als würden wir hier irgendwie total das Kunstwerk machen. Ihr müsst diese beiden Klappen hier abbauen. Ne? Das sind so zwei Kunststoff
Verblendungen. Das ist bei Suzuki leider so. Die sitzen hier so vor. Ne? Das ist das Typische von rechts und links. Die sind hier mit so typischen Schrauben. Einfach Kreuz oder eine Nuss drauf. Und dann könnt ihr diese Teile abschrauben. Das ist, sieht jetzt erstmal für alle, die jetzt keine Ahnung von Motoren haben, erstmal aus, oh Gott, was mache ich da? Kriege ich das wieder zusammen? Es sind nur sechs Schrauben da. Ist kein Problem. Die meisten bleiben auch drin, weil die mit Halterung sind. Also die Bolzen fallen da nicht raus. So, und dann könnt ihr halt mal gucken. Ne? Hier seht ihr, ist ein bisschen Schmatze vom Fett, das macht man nachher ein bisschen sauber. Und dann könnt ihr hier auf dieser Seite unter dem Spritfilter schon sehen, hier sitzt der Ölfilter. Und der ist hier beim Suzuki etwas anders, denn hier ist ein Papierfilter drin. Drei Bolzen, eine Kappe ab und dann kommt ein neuer Papierfilter rein und dann kommt diese Kappe wieder drauf. Bei zum Beispiel Mercury und so weiter sind das Blechfilter, die aufgeschraubt werden. Also man kann sich, glaube ich, darüber streiten, was schöner ist. Ich finde Blechfilter schöner, weil da muss man nicht irgendwie alles wieder zusammenbauen, sondern einfach nur runterdrehen, raufdrehen, fertig. Hier müsst ihr jetzt den Spritfilter vorher wegnehmen und hier so ein bisschen diese, euch den so ein bisschen freilegen. Das ist hier ein bisschen blöd gemacht. Dafür muss man aber auch sagen, ist dieser 15 PS sehr klein und kompakt. Und wenn ihr das weggebaut habt, kommt ihr dann nachher auch später hier wunderbar an die Zündkerzen. Zündkerze 1, Zündkerze 2, kommt ihr wunderbar dran. Müsst ihr auch nur hier so ein bisschen die Kabel wegmachen. Und dann könnt ihr, guck mal, der war auch gar nicht mehr so richtig drauf, hier sehe ich gerade. Naja, auf jeden Fall ist das kein Problem, da nachher sehr gut ranzukommen. Und den Rest macht ihr dann einfach ein bisschen sauber und dann gehen wir zum Schluss, wenn wir hier gleich mit den Filtern durch sind und die Kerzen gemacht haben, gehen wir nachher an das Unterteil. Und da gehen wir natürlich gleich nochmal bei, da müsst ihr diese Kupplung hier auseinanderschrauben, das ist die Schaltung und dann diese vier Bolzen, dann könnt ihr das Unterteil rausnehmen und dann gehen wir hier rein an den Impeller. Und dann sind wir fast schon fertig mit dem Service. Das Öl habe ich jetzt abgesaugt, der Rüssel hat, wie gesagt, sein Geräusch gemacht, ja, Luft gesaugt, somit ist der Tank leer und ihr könnt es auch hier sehen. Hier ist etwa, ja, das kann man nicht ganz sehen auf dem Video, die erste Markierung unten ist schwarz. Ich glaube, man sieht das, vielleicht wenn ich das Licht wegnehme. Ja, genau, und die erste Markierung ist 1 Liter und genau 1 Liter war drin, 1 Liter und etwas, ein bisschen mehr. Ich habe auch wirklich nochmal den ganzen Rest rausgesaugt. Und dann seid ihr soweit Chico. Mehr müsst ihr eigentlich nicht machen. So, wir bauen jetzt zusammen Spritfilter ab und Ölfilter ab. Mal gucken, was da auf uns zukommt. Das ist hier auch nur so gesteckt. Und dann habt ihr so eine Gummimuschi drüber. Hier unten ist übrigens noch ein Wasserablass, sehe ich gerade. Die müssen wir wahrscheinlich auch erneuern. Müssen wir gleich mal das Set holen? Nö, müssen wir gar nicht. Das Unterteil ist da auch exakt mit drauf. Ich dachte erst, man müsste den hier noch rüber packen, aber müssen wir gar nicht. Da garantiert auch ein bisschen Sprit gleich raus, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Den klippen wir jetzt hier oben mal so ein bisschen rein, dass der da nicht... Ja, so sieht das doch gut aus. Lassen wir jetzt so. Hier haben wir das Gummi jetzt schon wieder auf dem neuen Filter, der passt auch einmal nur. Der hat hier nämlich so eine Kante, zack, habt ihr das Gummi hier wieder schön drauf. Guckt euch nochmal alles schön an, zack, 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 zack. Und schwuppdiwupp, habt ihr den schon fertig. Den lassen wir jetzt aber noch weg, weil wir ja unten an den Ölfilter wollen. Den haben wir jetzt vorbereitet, der kommt zum Schluss dann wieder da rein. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier rankommen. Machen wir hier so ein bisschen unter. Den haben wir ja so ein bisschen hochgeklemmt. Ja, da kommen wir so dran. Einfach hier die Schläuche ein bisschen weg und dann schrauben wir die Dinger auf. 10er Nuss, passt hier wunderbar. Da müssen wir jetzt ohne Verlängerung bei, aber das geht auch. Ich denke, das ist auch nur anlösen. Ja, und dann, da kommt schon Öl. Sehe ich doch hier schon. So viel Öl sollte da nachher gar nicht mehr rauslaufen. So. Hier haben wir jetzt diesen Deckel. Und hier sitzt auch ein O-Ring drin. Und den haben wir natürlich im Maintenance-Kit auch dabei. Das können wir jetzt alles ein schön bisschen sauer machen. Da sitzt das gute Stück. Hier sitzt der Filter drin. Der ist da so raufgesteckt. Da kam sogar noch mal ein Schuss Öl. Jawoll. Ein bisschen mit dem Fingernagel dahinter. Und dann könnt ihr den rausnehmen. Und so wie ich mir diesen Ölfilter angucke, ja, seht ihr das Ding, hat das Teil das bitter nötig. Da sitzt auch noch ein O-Ring drin, da müssen wir gleich mal gucken, ob wir den vielleicht auch noch neu haben. Hier habe ich gerade, der steckt da hinten drauf, müssen wir gleich mal gucken, ob der auch noch bei uns im Set mit drin ist. So, jetzt versuchen wir den mal da rein zu popeln, gucken, wie der da drauf sitzt, mehr kann er auch nicht. Drauf ist drauf. Mehr geht da nicht. Das Ganze machen wir natürlich jetzt auch mit dem Deckel. Hier ist ja auch eine Dichtung drin. Und die nehmen wir uns jetzt hier auch mal vor. Hier ist die alte. Jetzt machen wir das hier ein bisschen sauber. Machen wir hier mal die Dichtung auf. Jetzt können wir uns hier so ein bisschen klauen. Jetzt schmieren wir die hier so ein ganz bisschen ein. Und dann legen wir die hier schön schmatzig neu rein. Schmutz haben wir hier jetzt auch nichts mehr drin. So, dann heißt, wir haben den auch schon mal vorbereitet. Und dann kommt auch schon der neue Filter. Ja,
Wenn ich mir das mal so angucke, schön verarbeitet ist der jetzt hier nicht, ne? Der Kleber läuft da raus. Aber so sehen die Ölfilter wahrscheinlich alle aus, wenn man sie aufmacht. So, bauen wir das Ganze rückwärts wieder zusammen. Der passt nur in eine Richtung. Hier ist ein Loch, dort nicht. Das heißt, genau so muss der wieder eingesteckt werden. Deckel ist wieder drauf. Im Endeffekt, ganz vorsichtig Deckel anlegen. Da ist eine Markierung, die nach unten zeigt. Das müsst ihr mal drauf achten. Hier unten ist ein Pfeil. Das sieht man jetzt nicht, aber warte mal, ich zeige euch das mal. Da. So, genau. Und dann seht ihr, so rum muss der auch da rein. Jetzt kommt schon wieder die Sonne raus. Das ist geil. Ja, und dann steht hier 7 auf jeder Schraube, das heißt 7 Newtonmeter. Das ist wirklich nicht viel. Das heißt, ich mache das zum Beispiel so, ich habe hier keine Knarre jetzt genommen zum Festschrauben, sondern wirklich nur einen Schraubenzieher. Und 7 Newtonmeter sind nicht viel. Also denkt daran, einfach nur, dass der Deckel drauf ist, und macht das ruhig hier ein bisschen so überkreuzt, dass der Deckel schön gerade erstmal drauf sitzt. Keine wilden Aktionen. Wie bei so einem Reifenwechsel, immer so ein bisschen die Schrauben nacheinander anziehen, dass der Deckel gleichmäßig da drauf sitzt, und dann ist das wirklich nur handfest. Ihr merkt das, die gehen auch gar nicht weiter rein und ihr braucht da auch gar nicht so viel Kraft, und dann geht ihr über noch ein kleines bisschen mehr, zack, zack und zack, und dann ist gut. Wenn ihr euch dann natürlich ganz sicher sein wollt, dann beholt ihr euch natürlich einen Drehmomentschlüssel, ganz klein, und setzt den an. Jetzt ist der Ölwechsel gewechselt, der Ölfilter ist gewechselt. Jetzt brauchen wir den Spritfilter wieder hier zwischen ein. Und dann ist es schon an der Zeit, noch die Zündkerzen hier vorne zu wechseln, wo wir dann gleich beigehen. Danach macht das Öl drauf und dann sind wir schon fast mit dem Motor durch. So, den stecken wir jetzt auch wieder hier. Schläuchis drauf. Können wir den auch eigentlich schon mal draufstecken? Ihr seht, der passt wunderbärchen. Dann holen wir uns den Schlauch von hinten wieder. Die Zuleitung. Und dann zack. Und fertig ist Ölfilter, Spritfilter. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch da rein. Wenn wir das Licht hier mal ausmachen, dann hört das auch auf zu flackern. So, jetzt seht ihr, da sitzen die Zündkerzen. Eins und die andere darunter. Zwei. Kommt man eigentlich easy ran. Sollten wir jetzt mal gucken, ob wir das einfach... Die sind mir hier sowieso ein bisschen zu locker, finde ich. Aber die sind wahrscheinlich einfach so. Keine Ahnung, wieso. Die gucken wir uns jetzt mal an, wie wir die gut da rauskriegen und wie die gleich aussehen. Wenn die nicht ganz so fest sind, wovon ich ausgehe, weil die auch eigentlich nicht so fest angezogen werden, dann sollten die eigentlich so rausgehen. Die sehen eigentlich noch ganz gut aus. Ganz schlimm finde ich das jetzt eigentlich nicht. Aber da wir neue dabei haben, kommen auch neue rein. Das alte waren NGK. Das sind auch NGK. Vorher waren CPR6EA drin und jetzt sind MR6K9 drin. Dann Unterschied ist, kann ich euch gar nicht sagen, wahrscheinlich von den Werten her. Aber von der Sache sehen beide Kerzen meines Erachtens noch sehr gut aus. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Abstand ist eigentlich sehr gut, gleichmäßig, eigentlich nicht verrußt großartig. Sieht gut aus. Also kein Indiz dafür. Ja, die ist vielleicht ein bisschen schlechter, aber auch nicht schlimm. Nicht verkokt oder so. Keine großartigen Ablagerungen. Nö, sieht eigentlich gut aus. Ja, dann gibt es also zwei neue Kerzen. Das waren schon die Kerzen. Steck dir die wieder genau in der Reihenfolge rauf. Kleines geiles Stück. Geh rauf. Oh, die sitzen auch viel schmatziger drauf. Wo der hier? Der hier nicht so. Der sitzt nicht so schön da oben drauf. Muss ich mal sagen. Der untere sitzt richtig gut. Und der obere ist mir ein bisschen zu lose. Da müssen wir vielleicht mal nächstes Jahr gucken. Für da einen anderen Stecker. Das ist ja hier... Das kann so nicht gehören. Früher konnte man die auch immer noch so ein bisschen zusammendrücken. Aber leider nicht. Die kann man wahrscheinlich nicht mal tauschen, ne? Sehe ich das richtig? Die sitzen hier unten fest an der Zündspule, richtig? Sehe ich das richtig, dass die ganze Zündspule dann neu muss? Okay, das haben wir. Gucken wir mal, ob der nachher auch gut läuft. Weil der Stecker ist mir ein bisschen zu lose. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Der untere ist irgendwie schmatziger drauf. Ich weiß nicht. Und das hier ist mir ein bisschen... zu lose. Ja, weiß ich nicht. Da würde ich gerne mal eure Kommentare zuhören.
was ihr dazu sagt. Bevor ich die ganze Geschichte gleich hier wieder zusammenbaue und beziehungsweise auch neues Öl auffülle, werde ich erstmal hier den Proppel wieder reindrücken und dann werde ich hier erstmal ein bisschen sauber machen. Das ist jetzt nicht ein Muss, aber wenn ihr das hier mal seht, hier hat ja wahrscheinlich schon irgendwas drin gewohnt und auch hier so ein bisschen abwischbare Korrosion, das werde ich alles hier gleich mal mit der Bürste ein bisschen sauber machen. Das gehört einfach zum guten Ton dazu, finde ich. Auch hier vorne so ein bisschen das Fett und dann kann ich euch nochmal sagen, was auch immer dazu gehört ist, schmiert diese Fettnippel. Ich habe hier extra eine Fettnippelpresse, die zeige ich euch auch gleich mal, das machen wir auch zum Schluss und dann drücken wir hier überall in diese Fettnippel, überall wo sie so sind. Ich muss gleich mal in der Betriebsanleitung gucken, ob ich nicht, dass ich nachher irgendwo einen vergesse und dann drücken wir da überall etwas Fett rein. Hier wischen wir alles nochmal so ein bisschen ab, hier sind so ein bisschen Reste vom Ölwechsel. Und dann, sichtkontrollmäßig, sieht der Motor eigentlich chico aus. Hier ist nichts auffällig, hier sieht nichts schlecht aus. Ja, so ist dann mein Plan. So lustig ist, ich hatte natürlich jetzt wieder im Eifer des Gefechts vergessen, gerade Play zu drücken, beziehungsweise Rack. Also ich habe mich für 10W30 von Liquimoli entschieden, die habe ich jetzt auch schon reingekippt. Die hat nämlich auch immer diesen schönen Schnüffi hier. Wenn ihr die reinkippt, braucht ihr keinen Trichter, könnt ihr immer schön gerade mit diesen Marineflaschen immer sehr gut machen. Dann wieder zu, es geht genau der 1 Liter rein und dann habt ihr genau, ich habe gerade den Peilstab schon einmal rausgezogen, habt ihr genau, seid ihr ungefähr einen halben oder einen Fingernagel unter fast, also einen Fingernagel unter voll, seid ihr ungefähr so ein Stück unter voll. Genau zwischen Mini und Maxi seid ihr genau in der Mitte, genau der 1 Liter, der hier reingehört und dann seid ihr auch schon chico. Dann kann die Flasche auch schon wieder in den Müll und das erste haben wir vonstatten gebracht. Neue Kerzen, 9 Spritfilter, 9 Ölfilter und frisches Öl für die Saison. Das, was ich immer noch gerne mache, ist jetzt so ein bisschen diese Sachen, die ich angefasst habe, wieder sauber machen, beziehungsweise auch so, dass man, wenn man den jetzt zum Beispiel in der Saison mal aufmacht, weil man hier doch mal irgendwas noch mal machen will oder doch noch mal was gucken will oder Öl gucken will, dann habe ich schon immer ganz gern, dass hier dieser Ölstutzen und so weiter, dass das auch ein bisschen sauber ist, weil du hast ja auch auf dem Schlauchboot oder in Privatklamotten nicht immer Arbeitsklamotten an und versaust dir nachher immer deine ganzen Klamotten. Und wenn du das so ein bisschen chico hast, das muss jetzt nicht clean sein, aber wenn das ein bisschen ordentlich ist, dann ist das immer schön und dann könnt ihr da auch während der Saison mal einmal reingucken, Ölkontrolle machen, ohne dass ihr euch gleich eure geile Badehose einsaut. So, als nächstes möchte ich natürlich das ganze Teil hier abbauen. Hier im unteren Teil, nämlich hier auf der Welle nachher sitzt, der Impeller. Und dafür müsst ihr natürlich diese 4 Bolzen rausnehmen und dann das Unterteil nach unten rausziehen. Dazu müsst ihr natürlich aber erstmal die Schaltung trennen und die sitzt hier hinten und die ist voreingestellt mit einer Kontermutter darunter. Und das müsst ihr lösen. Einen in die eine Richtung und die andere in die andere. Ist auch kein Hexenwerk, wenn ihr Maulschlüssel da habt. Ich habe jetzt keinen Maulschlüssel da. Ich versuche jetzt mal mit 2 Zangen das Ganze zu lösen. Das ist auch nicht so schlimm, weil das, wie gesagt, nur auf Distanz hier gemacht ist. So, ich habe beide doch noch getrennt gekriegt mit 2 Zehner Schlüsseln. Ihr seht, den einfach nach oben gedreht. Der war bis an diese Kontermutter. Der war bis an die Kontermutter rangedreht. Einfach bis nach oben drehen. Jetzt haben die keine Verbindung mehr. Und jetzt könnt ihr die unteren 6 Bolzen vom Unterteil hier lösen und das Unterteil rausnehmen. So, und nachdem ihr die Schrauben abgeschraubt habt, zieht ihr dieses Unterteil einfach mit dieser ganzen Stange so heraus. Und dann habt ihr das untere Teil so für euch. Und das stellen wir jetzt hier mal irgendwo so ein bisschen rein, dass wir hier rankommen. Denn dort im Gehäuse sitzt dann der Impeller. Wir öffnen jetzt also diese 4 Muttern und schauen uns da drin den Impeller an. Der geht sogar noch. Der ist sogar noch richtig weich. Und diese untere Plate haben wir auch neu. Die wird nämlich meistens immer nicht getauscht von den ganzen Eierköpfen. So, Freunde. Unterteil, Schraube raus, Oberteil, ein Stück Schraube raus. Dadurch läuft unten das Öl des Antriebs raus. Da drin habt ihr den ganzen Fusel jetzt. Lasst das am besten ruhig etwas länger ablaufen, bis die letzten Tropfen da raus sind. Und dann geht es wieder andersrum zum Auffüllen. Also unten rein, bis das oben wieder rausläuft. Könnt ihr wieder mit einer Pumpe machen oder aber, wie in meinem Fall, Liquimoli mit diesen guten Stücken hier. Hier vorne macht ihr das Stück, schneidet ihr auf. Drückt das hier unten rein, 250 ml drückt ihr so lange, bis hier oben aus diesem Loch wieder das Öl heraustritt
Und während das ihr raustritt, dreht ihr hier oben zuerst die Schraube rein, dann hier unten ganz schnell den Fusel wieder raus und dann die Schnüffi-Schraube unten wieder rein. Und dann seid ihr fertig mit dem Getriebeölwechsel. Ja, und dann eigentlich nur noch den ganzen Kram jetzt zusammenbauen. Hier an den Seiten die Kunststoffverkleidung wieder drauf. Und dann habt ihr einen kompletten Service am Außenborder gemacht. Und denkt daran, die Schrauben haben auch wieder eine kleine neue Unterlegscheibe. Findet ihr alles in dem Service-Kit. Ja, ist alles dabei, was man braucht. Anoden mache ich in dem Fall noch nicht. Also für alle, die mich darauf ansprechen, die ist nämlich noch relativ gut, weil der Motor auch relativ wenig gefahren wurde. So. Und der Impeller sah eigentlich auch noch gut aus. Aber wenn man das schon alles neu da hat, dann macht man das natürlich auch gleich alles neu. So, ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch weitergebracht, beziehungsweise so die ganz nerdigen Leute, die jetzt keine Ahnung haben, wie man so einen Außenborder-Service angeht, habt ihr jetzt mal so Step-by-Step. Wenn ihr Fragen habt, fragt das gerne. Im Endeffekt sehen die Außenborder fast alle gleich aus und sind auch relativ gleich von der Bauweise und von den Schrauben und von den, wie ihr das alles auseinanderbaut. Nur, dass die Ölfilter, wie gesagt, bei Suzuki ein bisschen anders aussehen. Und ansonsten findet ihr auch noch tausend andere Videos, wie man das Ganze macht. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, ab in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video und dann probieren wir das Schlauchboot mit dem Motor, dem neuen Propeller zusammen mal auf der Trave aus. Lassen uns mal von der Drohne verfolgen und wir stoppen mal die GPS-Zeit und gucken mal, wie schnell wir sind. Und ja, mal gucken, ob da ein Unterschied zu letztem Jahr ist. Und dann werden wir auch noch mal in der Bucht mal die Propeller wechseln, live hintereinander weg. Und dann schauen wir mal, ob mit der kleineren Steigung eine andere Geschwindigkeit zustande kommt. Und wenn euch das interessiert, abonniert gerne den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.